Monika, wie sieht's aus? Teamleiter Pandora St. Bennett ist immer noch nicht da, aber wir hoffen, er wird den Weg finden, nicht nur ins Ziel, sondern auch zur Tour. Herr Otto Tabot, damit Träger der BDR Ehrennadel in Gold. Kleiner Applaus dafür. Und nachdem er Preise bekommen hat, darf er natürlich gleich Preise überreichen. Wir warten weiterhin auf das komplette Siegerpodest. Also Sam Bennett auf dem Weg zu uns. Wenn ihr ihn seht, dann gebt uns bitte kurz Bescheid. Mary Markus und Pirat 90. Olaf Thon ist da. Rudi Altig, herzlich willkommen. Wir werden uns ebenfalls bei dieser Siegerehrung unterstützen. Herr Rodas, noch zwei der Worte zum Rennen. Es war ein unglaublich spannendes Finale. Erst war die Gruppe eingeholt, dann wieder eine Gruppe weg, mit 30 Sekunden hier ins Finale gegangen und am Ende doch der Massensprint. Wie haben Sie es erlebt? Also ich habe am Rand gestanden und habe auch fasziniert zugesehen und vor allen Dingen wie die Zuschauer, die vielen, vielen Hunderte und Tausende, die wieder am Rand gestanden haben, wie sie mitgefiebert haben. Und man muss ja sagen, das ist ja ein ganz, ganz besonderes Völkchen. Unsere Radfahrgemeinde, unsere große Familie, und Sie wissen das einzuschätzen, welche Leistungen die Fahrer und Fahrerinnen insgesamt heute erbracht haben. Die Amateure und die Profis, man kann immer nur den Hut vor diesen Leistungen ziehen, und das spüren auch ganz, ganz viele, und sie sind ja jedes Jahr wieder da, und deswegen bin ich so froh, dass es dieses große internationale Rennen gibt und auch weiterhin geben wird. Wie ich Arthur Tabak kenne, wird er nicht nachlassen in seinem Engagement, sich weiterhin für diesen großen Radsport in Köln einzusetzen. Und wir können Führungsfahrzeug geschafft. Wie war es da draußen auf der Strecke? 192 Kilometer im Auto. Wir haben gehört, in Köln war eine Menge los, das haben wir hier gesehen. Wie war es draußen auf der Strecke? Ja, ich durfte ja in Hückeswagen den Startschuss geben. Ich habe versprochen, das bei trockenem Wetter zu machen und bei trockenem Wetter abzuschließen. Das ist mir gelungen. Ich glaube, das war eine große Herausforderung, und vielleicht darf ich wiederkommen. Unter diesen Umständen gerne. Der Eindruck, wie war es draußen auf der Strecke? Straßenfeste an der Strecke, war richtig was los? Ja, das war das erste Mal, und ich durfte ja mit Rudi Altig mitfahren und mit dem Bruder von, ich denke mal, Niki Lauda. Das war eine heiße Fahrt, wo es immer um Kompetenzen ging, wer jetzt was wie macht. Und ich habe, Rudi hat mir schon vor der Fahrt gesagt, ich soll nur zuhören, nicht sprechen. Das habe ich getan. Und ich konnte auch gar nicht. Es war einfach phänomenal. Ich habe ziemlich viel geschwitzt. Und es waren atemberaubende 4,5 Stunden. Ich möchte sie nicht missen, und ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn ich nächstes Jahr wiederkommen würde. Dabei gewesen. Wie war es heute? Es ist eine Radsport-Hochburg Köln, das bleibt so. Draußen auf der Strecke im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Das Wetter war eindeutig besser, hat sich sicherlich auch in den Zuschauerzahlen noch einmal wiedergespiegelt. Das Wetter war heute ausgezeichnet. Wir haben zwischendurch mal einen kleinen Regenguss abbekommen, aber das war okay. Ich habe mich gefreut und auch habe es betont, dass gerade vom Stadtweg an wurde heute den ganzen Tag praktisch nur Radrennen gefahren. Also ich habe selten so ein schönes Rund um Köln gesehen wie in diesem Jahr, vom sportlichen Wert her. Laufend waren Rennfahrer unterwegs, und laufend ist was passiert. Leider ist auch ein schwerer Sturz passiert, aber da war der Rennfahrer fast selber schuld, denn ich, so wie ich gehört habe, wollte er mit dem ganzen Fahrer über die Insel springen, und das ist nicht gelungen. Und wir haben heute Morgen gehört, Tipp von Rudi Altig war, Gerald Ciolek, wenn der gut über die Berge kommt. Ich glaube, der Tipp ist relativ gut aufgegangen. Ja, ich habe damit gerechnet, aber bitte, ich meine, auch schnelle Leute können mal einen Spurt verlieren, das ist nicht schlimm, aber ich kann mir vorstellen, dass sich doch im Grunde ein bisschen ärgert, wo der Fehler liegt und was er falsch gemacht hat. Ich würde, kann ich nicht sagen, aber möglicherweise war der andere doch ein Tick. Ich denke, bei dieser Besetzung kann man oder muss man auch mit einem dritten Platz leben können, denn die anderen können ja durchaus auch Rad fahren. Und diese anderen, beziehungsweise alle drei, würden wir natürlich jetzt in Kürze. Hier ist Gerald Ciolek. Ja.
Es hat fast geklappt mit dem Sieg für MCM Kubeka. Er war ganz vorne mit dabei und dann der weitere Weg auf der rechten Seite. Dafür den Bronzepokal, den Bronzedom aus den Händen des Fußballweltmeisters von 1990, Olaf Thon. Markus! Und den Pokal in Silber aus den Händen ihres zweiten Bürgermeisters Andreas Humpe. Die Mannschaft Back in Pro Cycling, sie waren die Favoriten für den heutigen Tag mit dieser Besetzung und sie sind ihrer Rolle gerecht geworden, haben das Rennen kontrolliert und am Ende in einem tollen Sprint hauchdünn geschlagen. Tour of Britain, aber dieser Sieg beim Klassiker in Köln, der ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt in den Palmaris. Dafür den Dom in Gold aus den Händen ihres ersten Bürgers, aus den Händen von Jürgen Roters. Und diese noch einmal ihre ersten drei. Sam Bennett, Nette Bendura, Irland. Barry Markus, Belgien, Niederlande. Gerald Ziolek, MTN Kubeka, Deutschland.